Meine Damen und Herren, sehe ich aus wie ein Heilsbringer? Käumlich. Aber ist es nicht fantastisch, Cedric Manara? Also wenn ich noch gar nichts vom Urheberrecht wüsste, das wird mich interessieren. Ist das nicht wie Alice im Wunderland? Sie gehen durch den Garten, denken sich nichts Böses, fallen in ein Loch und es tut sich eine gänzlich neue Welt auf. Es treten Figuren auf, die seltsame Dinge miteinander kommunizieren, die nach Regeln funktionieren, die sie nie für möglich hielten. Es werden Leute geköpft, es werden Statistiken erstellt. Also wer das nicht interessiert, den werde ich wahrscheinlich auch in meiner Rede nicht als Zuhörer gewinnen können. Ein bisschen Drehbuch, lieber Herr Klimpel, gab es natürlich doch. Wir hatten uns ja vorher etwas verabredet. Das war durchaus ernst gemeint, sehe ich aus wie ein Halsbringer. Ich bin nicht derjenige, als Akademiker schon gar nicht, der Ihnen die Antworten auf all Ihre Fragen gibt. Aber ich denke, bevor wir uns Richtung Antwort bewegen, sollen wir doch einmal gucken, wie funktioniert eigentlich dieses komische Ding Recht, von dem die meisten nur die Außenseite sehen, die dann eben zu den Frustrationen der Bibliothekare, der Archivare führt, von denen wir ja heute viele Beispiele gehört haben. Und ich glaube auch, so wie ich die Stimmung im Saal meinte, wahrgenommen zu haben, dass durchaus eine vielleicht nicht gerade feindliche Haltung dem Recht gegenübertritt, aber doch, dass eher es in die Richtung geht, dass vom Recht man im Grunde nichts Gutes erwartet, sondern eigentlich immer nur die Blockade. Das erinnert mich fatal an meine Informatikkollegin an der Karlsruher Universität, am Karlsruher Institut für Technologie, die immer die Juristen beiseite wischen und sagen, ach, ihr verderbt uns aber auch jeden Spaß. Jetzt funktioniert es technisch und dann dürfen wir es nicht ausprobieren, dann dürfen wir es nicht in die Gesellschaft entlassen, weil wir mit irgendwelchen Bedenken kommen. Und genau warum die Juristen immer als Bedenkenträger erscheinen, warum sie immer in dieser Ecke stehen, aus der heraus sie sagen, du darfst nicht, du kannst nicht. Das will ich Ihnen mal versuchen, etwas näher nahezubringen. Walter Sittler, der durch den Protest gegen Stuttgart 21 besonders bekannt geworden ist, hat neulich mal in einer populären Fernsehdiskussion gesagt, bevor ich mit einem Gegner rede und mit ihm überhaupt kommunizieren kann, muss ich mal mir die Mühe machen, den Gegner überhaupt zu verstehen. Ich muss zu verstehen, was will er eigentlich? Und das ist die kleine Statement-Reise, auf die ich Sie nehmen will. Ich will Ihnen einmal klar machen, was will eigentlich rechtliche Regulierung? Wie kommt es denn überhaupt zu solchen Verboten? So, Recht verbietet ja nicht nur, oder eine rechtliche Regulierung verbietet ja nicht nur, weil die Juristen Spaß hätten, anderen Leuten den Spaß zu verderben. Dahinter steht ja ein Motiv. Und etwas vereinfacht gesagt, ist das Motiv im Grunde immer dasselbe. Es wird ein Verbot zur einen Seite ausgesprochen, zu einem der Handelnden, um die Handlungsfreiheit eines anderen zu schützen. Das ist eigentlich die Grundidee, auf die man es vereinfachen kann. Und dahinter verbirgt sich natürlich immer dann die Frage, wessen Handlungsfreiheit wollen wir eigentlich den Vorrang geben? Dessen, der potenziell gefährlich handelt, oder die Freiheit desjenigen, der möglicherweise durch eine solche Handlung verletzt wird. Das ist das, was im Grunde hinter dem Rechtsprogramm tatsächlich steht. Herr Yogeshwar hat es heute ja schön ausgeführt. Führen wir das einmal durch anhand der drei Stichworte, die das Zentrum dieser Tagung bilden. Einmal Urheberrecht, dann der ominöse öffentlich-rechtliche Drei-Stufen-Test und auch die Public-Sector-Richtlinie, dann kommen wir zu dieser etwas vergröbernden Darstellung, dass im Urheberrecht abgewogen wird zwischen den Eigentumsinteressen der individuellen Urheber und Verlage und etc., Softwareindustrien, gegenüber den Zugangsinteressen aller anderen. Und der Trick, mit dem man sich versucht hat zu retten, ist, dass man sagt, naja, wenn wir die Eigentumsinteressen richtig zuschneiden, optimieren wir gleichzeitig auch noch den Zugang und kommen zu einem Gleichgewicht. Das Szenario, was Herr Manara uns gezeigt hat, mit den Zahlen, das Urheberrecht möglicherweise den kontraproduktiven Effekt erweist, zeigt natürlich, dass wir hier vielleicht an der Feinadjustierung etwas falsch gemacht haben. Drei-Stufentest. Was wird dort gegeneinander abgewogen? Nun, das Bedürfnis zum einen von Radio- und Fernsehstationen, auch online zu gehen, sich der neuen Medien zu bedienen, auf der einen Seite. Und was hat letztlich den Ausschlag für das weitgehende Verbot gegeben? Nun, weil die EU-Kommission den Grundsatz des freien Wettbewerbs hochhält. Sie sagt nämlich, wenn es um Leistungen geht, die normalerweise von Wettbewerbern angeboten werden,
dann darf dieser Wettbewerb nicht dadurch verfälscht werden, dass die öffentliche Hand, in unserem Fall mittels Gebühren finanzierter Radiostationen, Dienste anbietet, die andere am Markt erst erwirtschaften müssen. Denn dann haben diese öffentlich Subventionierten einen Vorteil. Solche Beihilfen sind nach Wirtschaftstheorie im Großen und Ganzen illegal beziehungsweise bedürfen der Rechtfertigung. Und hier muss ich Ihnen natürlich noch ein bisschen noch weiter Wasser in den Wein gießen. Wenn ich mit meinen wettbewerbsrechtlichen Kollegen spreche, dann haben die auch was gegen den Drei-Stufen-Test. Aber nicht, weil ihnen die Regelung zu krumm erscheint, sondern weil sie sagen, selbst diese 7 Tage hat die Tagesschau nicht im Netz zu sein. Tagesschau solle sich gefälligst auf das klassische Medium des Over the Air und durch das Kabel beschränken. Punkt. Mehr nicht. Alles andere solle dem freien Wettbewerb überlassen bleiben. Sie sehen schon, dass bei jeder dieser Fragen, welche Dinge sind in der Abwägung und wem gebe ich den Vorzug, natürlich immer irgendwelche Vorverständnisse eine Rolle spielen. In dem Fall natürlich eine weitgehend neoliberale Wirtschaftstheorie, die sagt, Kultur, Besonderheit, nicht wirklich, ist Handelsware, also behandeln wir das wie Wettbewerb, also wenden wir die Wettbewerbsregeln an. Also, was ich Ihnen klar machen will, ist nur, dass es hier zu einer Abwägung kommt, was gegeneinander steht und wie abgewogen wird. Ich will mich nicht darauf einlassen, in meinem Kurzstatement zu sagen, ob ich das jetzt richtig finde oder nicht, oder wie man es besser machen könnte. Dafür haben wir dann die nachfolgenden Redner noch und wir haben auch noch die Diskussion. Public Sector, Information, genau dasselbe. Hier machen wir den anderen Weg und sagen umgekehrt, dass die öffentliche Hand Informationen, die mit Steuergeldern bezahlt sind, frei zur Verfügung stellen soll. Wir wollen sogar hier die Subvention durch die öffentliche Hand, um einen Rohstoff an Grundinformationen, Grunddaten zu haben, die dann hinterher weiter verwertet werden können. Wir stellen hier das Interesse an der Weiterverwertung vor das Interesse der Wettbewerber, derjenigen, der diese öffentlichen Informationen erstellen. Beispiel: Wenn die staatlichen Museen ihre Kunstschätze nach der Public Sector Information Richtlinie frei zugänglich machen, dann ist für Wettbewerb durch etwa Bildagenturen, die bislang am Markt diesen Markt befriedigt haben, kein Raum mehr. Dann geben wir hier ausnahmsweise mal dem Zugang den Vorrang vor den Wettbewerbsinteressen. Soweit, so gut. Und jetzt kommt es natürlich dahin, dass wir sagen müssen, und wer nimmt jetzt eigentlich diese Abwägung vor? Und da sind wir Juristen, können wir uns wie da in der Bibel, der berühmten Stelle, die Hände in Unschuld waschen und sagen, wir sind es nicht gewesen, wir sind nur instrumentell. Die wahre Abwägung wird natürlich vorgenommen auf politischer Ebene. Und dort handeln wir uns jetzt institutionell natürlich einige Probleme ein. Stichwort, wie sieht es aus mit der Sachkunde der Politiker? Wie sieht es aus mit dem Ausknobeln, den kompromissbehafteten Formeln im Koalitionsvertrag? Wie sieht es aus mit der Einflussnahme von Politikern durch Interessengruppen? Hier fällt uns im Augenblick natürlich nichts Besseres ein als unser demokratisches System der Meinungsfindung und der kollektiven Abstimmung. Worauf ich Sie aufmerksam machen will, ist, dass wir hier aber tatsächlich am Anfang stehen, weil wir offensichtlich nicht genau wissen, wie denn eigentlich die Abwägung im Einzelfall vorzunehmen ist. Und wir kommen und finden hier tatsächlich durchaus gegenläufige Tendenzen, die beide verhandelt werden, die teilweise von den gleichen Leuten mit gleichem Brust und der Überzeugung propagiert werden und die gar nicht merken, dass sie eigentlich sich widersprechen. Das Erste, was etwas seltsam ist, ist der bislang eigentlich wenig hinterfragte Glaubenssatz, könnte man sagen, dass Informationen, wenn sie frei zugänglich sind, insgesamt für die Volkswirtschaft mehr Wert schaffen, als dass man durch die Eliminierung des Wettbewerbs auf der ersten Stufe beseitigt. Es gibt wohl Studien in die Richtung, die deuten das an, aber ob rein ökonomisch betrachtet die einzelnen Apps, die sich jetzt entwickeln auf freien Daten, dass ich also, wie wir gestern so schön gesagt bekommen haben, dann eine App entwickle, wo ich die Personen verfolgen kann in den Gemälden des Reichsmuseums, habe ich einmal einen benannt, finde ich den Herzog von Habsburg, auch auf allen anderen Gemälden, ob das volkswirtschaftlich tatsächlich, sagen wir mal, mehr ist als das, was wir möglicherweise dazu verlieren. Hier sind wir zumindest mal auf der Idee eines Credos. Was wir uns einhandeln, ist ein Problem der Verteilgerechtigkeit. Das wurde ja heute Morgen in der Diskussion angesprochen, dass wir sagen, kann es sein, dass wir alle
den Grundstoff bezahlen. Das heißt, die sozialen Kosten des freien Grundstocks tragen alle, weil die aus Steuergeldern finanziert werden. Und die Gewinne schöpfen nur die Player ab, die es sich tatsächlich leisten können, hier einen Mehrwert aufzusetzen. Und sorry, keiner von uns alleine könnte heute aus dem Stand gegen Google, um nur einen mal zu nennen, Konkurrenz machen. Wenn jemand mit einem Programm wie Google Books Geld machen kann, dann ist es tatsächlich Google. Wenn man aus den 70er Jahren kommt, dort groß geworden ist, dann stellt man sich zumindest schon mal die Frage, ist das eigentlich eine gerechte Eigentumsverteilung? Klingt so ein bisschen nach Sozialisierung der Verluste und Propertisierung der Gewinne. Und das ist wiederum eine Linie, die wir eher einem ganz krassen marktkapitalistisch orientierten Neoliberalismus zuschreiben wollten, als den kulturell interessierten Öffnern des Open Access. Also auch hier eine mentalitätsmäßige Überkreuzlage. Oder denken Sie an das Problem Public Sector und Open Access im Wissenschaftsbereich. Beim Public Sector Information gehen wir dahin und zwingen die öffentliche Hand, ihre Informationen für die Weiterverwertung durch die Privatwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Und wir erwarten davon das Heil in puncto Zugang. Im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens gehen wir genau den umgekehrten Weg. Wir sind nämlich dabei, die Veröffentlichung und die Mehrwertgenerierung von den privaten Playern, den Verlagen, wieder wegzunehmen und zu versuchen, in öffentlich finanzierte Repositorien zurückzumachen. Wie das beides zusammengeht, bleibt mir ewig ein Rätsel. Da braucht man zumindest eine differenziertere Argumentation, die sagt, warum packen wir es einmal so an und einmal genau entgegengesetzt. Schließlich kann man natürlich auch die Überlegung Public Sector Information Richtlinie und öffentlich-rechtliche Drei-Stufen-Test gegeneinander setzen. Dieselbe Kommission, die die Beihilfe, das Verbot der staatlichen Beihilfe hochhält, um die Online-Archive hochzuhalten, also was die Beihilferegelung benutzt, um die Online-Archive zu kappen, macht eine Richtlinie, die darauf ausgeht, dass öffentliche Informationen sogar möglichst kostendeckend, also kostenfrei, und das Volk gebracht werden. Sogar dieselbe DG. Steht dahinter ein Gesamtkonzept der Informationswirtschaft? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das Urheberrecht unter dieser Perspektive erscheint natürlich dahingehend, dass das Urheberrecht offensichtlich, und zwar nicht nur offensichtlich, sondern ziemlich eindeutig, vom Gesetzgeber höher gewichtet wird als die Public-Sector-Richtlinie. Public-Sector-Richtlinie gilt nämlich vorbehaltlich entgegenstehender Urheberrechte Dritter. Wenn an irgendeinem der Archivbestände, auch im Museum, ein Dritter ein Urheberrecht hat, dann ist dieses Objekt herauszunehmen von dem Bestand der Informationen, die das Museum nach der Public-Sector-Richtlinie nach außen geben muss. Das scheint doch insgesamt eher etwas wunderlich. Und jetzt kommt natürlich das große Problem. Warum schützen wir hier das Urheberrecht? Warum halten wir es so hoch? Nun, Cedric hat es ja wunderschön dargestellt, weil wir aus dem 19. Jahrhundert kommen, zunächst mal ein Gesetz zum Schutz der Urheber gemacht haben, der großen Urheber, der Schreiber von Romanen, der Symphoniekomponisten und der großen Maler. Und die Idee, die wir damals hatten, war, dass wir verhindern wollten, dass alle, die nichts Kreatives leisten, den Gewinn abschöpfen, und dass diejenigen, die eigentlich das wertvolle Kulturgut schaffen, leer ausgehen. So, wie weit sich das heute noch erhalten hat im Kern und wie sich das auswirkt, darüber kann man streiten. Das Problem, was wir jetzt nur haben, ist, das Urheberrecht ist territorial gewachsen. Es gilt, wie ja richtig schön dargestellt wurde, in jedem Land ein anderes Gesetz. Das führt mich auch zu der einzigen kleinen, meines Erachtens Unrichtigkeit und nicht ganz Vollständigkeit in seiner Darstellung. Apollinaire ist natürlich nur in Frankreich 70 Jahre plus die Blabla-Dingsbums-Jahre geschützt. In allen anderen Mitgliedstaaten hat die EU gesagt, bleibt es bei den 70 Jahren. Macht das Leben nicht einfacher, denn wir haben natürlich das Internet als grenzüberschreitendes Medium. So, wir haben also zwei Probleme. Wenn immer ich ins Netz was stelle, dann greift eigentlich nationale Regelung nicht mehr wirklich. Können im Ausland schlechter verfolgen. Wir müssten vereinheitlichen,
Aber wir tun das nicht. Er hat ja auf Kanada verwiesen, die nach wie vor die 50 Jahre in ihrem Urheberrecht haben und die auch international nicht verpflichtet sind, länger zu gehen. Was wir bräuchten, wäre für dieses weltweite Medium natürlich ein weltweit einheitliches Recht. Davon sind wir aber tatsächlich weit entfernt. Und das zweite Problem, was ich sehe, es ist halt letztlich ein informatikbasiertes Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und das ist ein binäres Umfeld. Es ist ein Null- oder Eins-Umfeld. Entweder es gibt den Zugang, dann ist es aber sofort der weltweite Zugang, oder es gibt den Zugang nicht, dann ist es aber auch gar kein Zugang. Ein bisschen Zugang, ein Zugang nach modifizierten Regelungen gibt es im Grunde nicht. Oder doch? Es gibt ihn in den vom Cedric ebenfalls angesprochenen technischen Schutzmechanismen. Sie kaufen eine CD und die ist kopiergeschützt. Sie kaufen eine CD, die Sie in Deutschland abspielen können, eine DVD, aber nicht in Amerika. Das wäre eine Möglichkeit, im Rahmen des Interessenausgleichs geografische Grenzen wieder nachzumodellieren. Steht natürlich diametral entgegen einem weltweit freien Zugriff zu gleichen Mitteln. Ermöglicht aber vielleicht eine feinere Austarierung der Interessengegensätze. Ob das wirklich der richtige Weg ist, ist eine andere Frage. Aber Sie sehen schon, wo wir bei der Abwägung zwangsläufig landen. Wir kommen ja nicht, wir bauen ja nicht unseren Zugang im digitalen Zeitalter jetzt im Stade Null. Wir schreiben ja nicht auf eine leere Tafel, sondern wir bringen unsere Geschichte mit. Wir sind hochgradig pfadabhängig. Und die Frage, die sich jetzt immer stellt, welche der, die Engländer sagen, vested interests, der legitimen Interessen aus der alten analogen Welt, versuchen wir in die neue Welt hinüber zu retten. Und das tun natürlich Verleger, die ein großes Vested Interest im Fortbestand des ausschließlichen Urheberrechts haben, genauso geschickt, wie das die Gruppe tut, die sagt, wir wollen doch die neuen Chancen tatsächlich nutzen. Der Kompromiss, die Abwägung könnte sein, dass wir sagen, naja, bestimmte Dinge aus der analogen Welt modellieren wir halt zunächst mal in der digitalen Welt nach. Auch wenn das keine Lösung ist, die Sie im Sinne der Eleganz und der Einheitlichkeit befriedigen mag. Das bringt mich zu meinem Schluss. Ich sagte es ja, sehe ich aus wie ein Heilsbringer. Als Akademiker bin ich sowieso dafür bezahlt, ihr die Fragen zu stellen. Das Denken, Weiterdenken, das sollen dann Sie machen. Die Antworten müssen hier weiterentwickelt werden. Vielleicht noch drei kleine abschließende Bemerkungen. Das eine ist der internationale Rechtsrahmen. Wir bewegen uns tatsächlich, wenn es darum geht, Flexibilität herbeizuführen, nicht im luftleeren Raum. Der deutsche Gesetzgeber mag in seinen Koalitionsvertrag hineinschreiben, dass er mehr Flexibilität möchte. Er stößt sich aber möglicherweise sofort am europäischen Rahmen. Das heißt, wir müssten erst den europäischen Rahmen ändern, wenn wir den deutschen Rahmen ändern wollen. Und auch der europäische Rahmen wiederum ist durch ziemlich eng festgezurrten internationalen Rahmen festgelegt. Und im internationalen Rahmen spielen natürlich die wirklich großen Player. Da haben dann die Jungs das Sagen, die hier ein gutes Interesse dran haben, dass auch Mickey Mouse auch noch in den nächsten 20, 50, 100 oder ewigen Jahren als Geldmaschine dient. Zweite Bemerkung. Das hat Cedric wunderbar angedeutet, das Urheberrecht ist konzipiert als Recht für einen Schriftsteller, einen Verleger und eine Vielzahl von Nutzern. Weil die Nutzer zu viele sind, lässt man sie außen vor. Es ist im Wesentlichen ein Recht zwischen einem Urheber und einem Verleger. Das ist das Grundmodell. Das deckt sich aber überhaupt nicht mit den heutigen Bedürfnissen einer massenhaften Nutzung, die weitgehend automatisiert stattfindet. Und wie wir dieses Gesetz, das so hochgradig ausdifferenziert ist, automatisieren können, das ist ein riesengroßes Problem. Und da ist auch völlig unklar, welchen Weg wir einschlagen sollen. Sollen wir das Gesetz weniger komplex machen? Oder sollen wir an die Googles dieser Welt Anreize schicken, die die Googles dieser Welt mit ihren wunderbaren Forschungslaboratorien dazu bringen, die Komplexität, die ja irgendwo ihren Sinn hat, tatsächlich dann auch digital nachzumodellieren? Eine offene Frage. Ich habe nicht gesagt, dass ich das eine oder andere besser finde, aber ich finde, das ist der Rahmen, in dem wir die Diskussion führen müssen. Und schließlich noch zum Abschluss die Frage, wenn uns denn Zugang wirklich so wichtig ist, dass wir es als öffentliches Gut, PSI-Richtlinie sogar fast als Staatsaufgabe ansehen, dann sind wir in dem Bereich, der gemeinhin unter dem Stichwort Infrastruktur abgehandelt wird. Und wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen, dann können wir uns in der entscheidenden Frage, nämlich der Kostenfrage, mal umschauen, welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich bisher uns ausgedacht, um Infrastrukturen zu finanzieren. Und da gibt es eine ganze Reihe vielfältiger Möglichkeiten. Beispiel öffentliche Straßen und Wege.
werden im Augenblick noch aus Steuergeldern finanziert und sind, zumindest für Pkw, Klammer auf noch, Klammer zu, völlig frei nutzbar. Gehen Sie nur zum Beispiel der Schiene, haben wir auch von der Bundesbahn finanziert, also letztlich ursprünglich mal von öffentlichen Steuergeldern, also immer noch von öffentlichen Steuergeldern finanziert die Schiene, verlangen aber vom Wettbewerber der Deutschen Bundesbahn ein Nutzungsentgelt, wenn er die Schiene verlangen will. Und obendrauf verlangen wir noch von jedem Nutzer individuell ein hochgradig ausdifferenziertes, nutzungsabhängiges Gebührenbeitrag. Und Sie merken schon, da tun sich jede Menge Möglichkeiten auf. Vielleicht sollten wir auch mal drüber nachdenken, wie man Zugang anders finanzieren kann, als nur auf das Straßenmodell zu gucken, bei dem wir sagen, das muss der Staat zahlen und um den Rest kümmern wir uns noch. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben. Wenn ich damit Werbung für das Recht und sein Funktionieren gemacht habe, dann soll mir das recht sein. Das war eigentlich der Zweck meiner kurzen Intervention.